Für dieses Video und für diesen Test habe ich mir den Multihoster Kukulich mal angeschaut. Auch noch ein recht unbekannter Multihoster. Und ich habe mir angeschaut, welche Dienste der unterstützt. Es sind insgesamt 25 File-Hoster und Streaming-Anbieter. YouTube ist zum Beispiel auch dabei. Es gibt Tageslimits, wie man hier im Screenshot sieht. Und in der Liste war zum Testzeitpunkt eine offline. Das hat sich aber während des Tests ständig geändert. Und es wurden auch Sachen, die offline waren, wieder online genommen. Manche würden kurz offline genommen, um sie dann wieder online zu nehmen. Man merkt also, da ist ein Techniker hinten dran, der immer bemüht ist, die Sachen wieder online zu kriegen. Kommen wir zum wichtigsten Punkt natürlich, zur Geschwindigkeit. Ich teste immer so 3 Hoster und gucke, wie da die Geschwindigkeit ist. Uploaded habe ich getestet, habe volle Geschwindigkeit bei meiner 100 Mbit Leitung plus VPN bekommen. RapidGator habe ich getestet, auch da volle Geschwindigkeit. Und ShareOnline auch volle Geschwindigkeit. Da hatte ich aber erstmal das Problem, dass das nicht funktioniert hat. Da muss ich den Support kontaktieren, da kommen wir aber gleich dazu. Dann habe ich mir das Webinterface angeschaut. Das hat keinen Decrypter integriert. Die volle Geschwindigkeit, die ich vorhin gezeigt habe, die bekommt man tatsächlich erst bei Parallel Downloads. Bei einem einzelnen Download bekommt man die nicht. Da bekommt man so 20, 25 Mbit, das ist jetzt auch nicht schlecht, aber da muss man halt 4 oder 5 Streams starten, dass man die 100 Mbit ausgelastet bekommt. Deshalb sollte man lieber den Share-Downloader nutzen, der funktioniert auch einwandfrei. Aber das Webinterface, naja, das kann man in die Tonne treten. Wenn man vielleicht ein E-Book runterladen will oder eine einzelne Datei, dann ja, aber sobald man mehrere Dateien hat, ist das relativ sinnlos. Ja, kommen wir zum Support. Wie gesagt, ich hatte mit ShareOnline ein Problem und das wurde innerhalb einer Stunde gelöst. Das ist quasi Rekordzeit. Die Preise sind auch ziemlich fair gestaltet. Im Monat zahlt man $6 oder wenn man halt 6 Monate nimmt, zahlt man $30, also $5 pro Monat und man bekommt, glaube ich, irgendwie noch mal einen Monat geschenkt oder so. Bisschen komisches Preissystem. Man hätte auch gleich 7 Monate hinschreiben können. Ja, aber gut, also sind kleine Preise. Man zahlt weniger als beim Hoster selber und das Limit bei Uploaded, dass man da mal einen Vergleich hat, liegt bei 35 GB am Tag, bei Uploaded selbst liegt es ja bei 30 GB am Tag, sammelt sich allerdings auf. Aber das finde ich absolut fair, man zahlt weniger und 35 GB Tageslimit finde ich in Ordnung. Ja, also kommen wir zum Fazit, war ein kurzer Test. Das ist ein kleiner und feiner Multihoster, der kann im Grunde das, was er verspricht. Diese Statusliste ist immer aktuell. Man bekommt die volle Geschwindigkeit bei einer 100 Mbit Leitung. Die Preise finde ich fair, die Limits finde ich für den Preis okay. Einzig, was gestört hat, der Webdownloader ist halt nutzlos. Jetzt werde ich hier eine Bewertung machen in meinem Blog. Also die werdet ihr hier nicht sehen, dazu müsst ihr hier auf diesen Link klicken, um den vollen Test zu sehen. Und die Wertung wird natürlich nicht schlecht ausfallen, weil er ja im Grunde das, was er verspricht, auch gehalten hat. Ich kann solche Dienste natürlich immer nur an dem messen, was sie auch versprechen. Es gibt jetzt aber andere Multihoster wie Highway oder Premiumize, die halt eine ähnliche Preisstruktur haben, aber viel mehr bieten für den Preis. Also zum Beispiel Usenet oder ein TV-Recorder, auch ein besser bedienbares Webinterface und sowas. Deshalb ist diese Wertung immer nicht ganz vergleichbar mit den anderen Diensten.